Herzlich willkommen zur Produktvorstellung der SX6 Soundmodule für den Sound der Mogul. Heute zeige ich einmal die Digitalisierung einer Mogul inklusive Einbau von Decoder und Sound. Wir bauen hier den Drive L ein. Man kann natürlich auch den Drive M oder XL nehmen. Den Drive L nehme ich hier jetzt, weil der sehr handlich hier reinpasst, aber wenn man nicht löten möchte, sollte man lieber den Drive M nehmen. Hinten bauen wir den Lautsprecher ein. Über das Zwischenkabel wird dann entsprechend Lautsprecher, Rücklampe und Gleis in die Lok eingebaut. Wir werden den Decoder hier reinbauen und wir machen noch als Besonderheit unseren gepulsten digitalen Verdampfer, bauen wir noch ein. Und das ist stets empfehlenswert. Der kommt hier vorne hin. Der digitale Verdampfer hat ein paar Vorteile. Er besitzt ja neben der Temperatur, Überwachung und Füllstandsüberwachung auch eine höhere Dampfmenge, die gerade bei Loks, die einen hohen Austrittspunkt haben, effizienter ist. Und man kann ihn einfach ans Gleis anschließen. Taktgeber, der geht in den Verdampfer, vom Verdampfer geht er dann in das Soundmodul. Das platzieren wir hier. Und was ich schon direkt sagen kann, bei der Lok sitzt ein Gewicht vorne. Das geht ziemlich genau bis hier vorne hin. Das ist ungefähr die Größe. Wir kriegen es nicht hin, ohne das Gewicht durchzusägen, den Verdampfer einzubauen. Das heißt, wir müssen einmal das Gewicht sägen und wir können den Rest des Gewichtes aber hier hinten hinsetzen, weil hier ist komplett ein Hohlraum auch unter dem Kessel. Das heißt, wir können hier die Elektronik problemlos verstauen, den Abschnitt des Gewichtes hier hin, haben hier vorne das normale Gewicht, den Verdampfer und haben somit keinen Gewichtsverlust in der Lok. Wir hätten sogar noch Platz, ein paar Klebegewichte reinzubauen. Puffer brauchen wir eigentlich nicht, weil die Lok hat auch komplett Stromabnahme an den hinteren Achsen. Kann man natürlich beliebig einbauen, hier ist wirklich viel Platz. Kesselfeuer kommt rein und dann starten wir mal mit dem Umbau. So, starten tun wir immer am besten bei der Mogul mit dem Tender. Hier noch eine Sache, die ich vergessen habe. Wir haben natürlich hier eine Holzfeuerung, also müssen wir auch den Sound Mogul Holz aufspielen. Also, es gibt hier unterschiedliche Versionen. Das ist ein sehr, sehr altes Modell, deswegen ist das innen sehr primitiv. Die normalen Modelle haben hier natürlich die Ausschnitte für den Lautsprecher, meistens sogar einen Lautsprecher vielleicht sogar eingebaut. Und wir haben hier vorne eine sechspolige Stiftleiste und sollten die Belegung, das muss wirklich mit dem Multimeter, entweder müsst ihr die Platine ausbauen und gucken, wie es verkabelt ist, oder ihr piept das mit dem Multimeter einmal durch, weil da ist die Belegung auch von diesen alten Modellen zu neueren teilweise anders. Bei diesen alten Modellen ist von hier gesehen der zweite und dritte Gleis. Der erste eigentlich Rücklicht. Minus. Der vierte und fünfte Lautsprecher und der sechste Licht plus. Aber das ist wie gesagt unterschiedlich. Bei neueren ist das nicht so kreuz und quer. Da ist irgendwie die ersten zwei sind beispielsweise Lautsprecher, die anderen beiden Rücklicht und die letzten beiden Gleis oder so. Das müsst ihr durchpiepen. Wenn ihr eine modernere Lok habt, habt die natürlich auch noch eine Rücklampe, hat die jetzt hier nicht. Und dann macht ihr es einfach so, dass ihr an den Tender, also hier hinten am Tender, einfach es so minimiert, dass ihr, auch wenn ihr jetzt eine umbaut, die vielleicht schon eine Geräuschelektronik drin hat oder sowas, macht es einfach so, dass ihr auf die Stiftleiste auf zwei Stück Licht hinten legt, also Plus und Minus für Licht hinten. Die anderen zwei nehmt ihr für den Lautsprecher und die letzten beiden für das Gleis. Und dann kann die ganze Verkabelung nämlich in der Lok erfolgen. Und die ist sehr einfach und man kommt auch sehr gut dran. Das zeige ich im nächsten Video. Also das ist eigentlich jetzt fertig. Wir wissen, dass hier das zweite und dritte von rechts gesehen das Gleis ist. Mehr hat die Lok nicht. Lautsprecher werde ich in dieser Lok nicht hier hinten im Tender einbauen, weil es jetzt einfacher geht, in der Lok das einzubauen. Sonst könnte man den Tender hier einbauen und legt das halt auf die Stiftleiste. So, wenn wir die Lok aufmachen, um sie zu digitalisieren, empfehle ich eine Sache. Das ist nämlich am simpelsten. Wir schrauben nur hier vorne die Schraube los, weil die hält diesen Kesselvorbau, der hat einen Stift, der nach unten geht. Dann lösen wir
diese Schraube und auf der Rückseite die Schraube und die beiden Schrauben hier hinten. Also auf der Seite und auf der Seite. Wenn wir das gemacht haben, können wir den ganzen Getriebeblock abziehen, haben die obere Einheit als ein Stück, das können wir auch abziehen und können dann über zwei weitere Schrauben das Gewicht lösen, rausziehen und das durchschneiden. Da kommen wir gleich zu. Also mehr muss hier nicht abgeschraubt werden, einfach von unten. Wenn wir die vier Schrauben gelöst haben, hier unten liegen sie, sind wirklich nur die vier, dann können wir, wie bereits gesagt, einfach das ganze Ding abnehmen und haben hier unten das Gewicht und auch einen riesengroßen Hohlraum. Jetzt seht ihr da, also die Lok ist nicht original, da hat der Vorbesitzer mal dran rumgebaut. Hier ist riesengroßer Platz. Und dieses vordere Ding können wir abziehen. Wir lösen die beiden Schrauben, dann können wir das Gewicht rausziehen. Das müssen wir fast halbieren, damit der Verdampfer reinpasst. Den Rest von diesem Gewicht können wir aber dann wieder hier hinten reinsetzen.